Gut, dann hätten wir aber auch theoretisch einen Ort, wo wir zuverlässig Obsidian herbekommen, der gar nicht so weit weg ist von der Basis. Mit einem Petri oder mit einem anderen Dino auch deutlich schneller zugänglich dann. Hier erstmal Armbrust ausrüsten wieder mit Pfeilen. So, weiter geht's. So, jetzt geht's ja wieder. Nee, rechts. Oh, hier ist richtig eng. Sieht gut aus. Kommt man hier durch? Ah, hier. Hier waren wir noch nicht. Das ist schon mal gut. Jetzt geht's rechts noch lang und links. Aber links. Guck mal kurz. Ja, führt aber beides in die gleiche Richtung. So viel Obsidian, Alter, wir müssen das alles mitnehmen. Ich glaube, das ist nur ein Kreis. Hier kann es sein. Ja. Das ist nur ein Kreis. Ja, entspannt. Dann lass das Obsidian abbauen hier. Mit der Spitzhacke oder wie? Ja. Mal nochmal 200-300 Obsidian. Das wird sehr wichtig für Fabrikatorarbeiten. Okay, ja, aber hier ist auch kein Weg. Dann lass uns da, wo ich lang wollte. Hier. Okay, aber hier waren wir doch auch schon, oder? Nee. Ja, doch. Ich weiß es nicht. Doch, hier waren aber wir. Hier geht's schon. Hier geht's weiter auch. Ja, stimmt, hier bei den Megalanias. Ja, ich hab Durst, ganz kurz. Ey, hier ist doch Wasser. Ich wollte sogar mein Wasserglas auspacken, Alter. Naja, die haben nicht so viele Leben. Ja, das sind diese Dinger, ja. Das ist ja. Geräudenmenschen. Ja, brauche ich nicht mal eine Pike für, Alter. Hast du was Geiles? Gift. Ah, hier geht's safe weiter. Hier, wo es runtergeht, oder? Ah, hier ist auch noch was. Guck ich mal. Ich glaube hier, ja, hier kommt man nur wieder zu den Onyx zurück. Ja, das heißt eigentlich, das ist jetzt der einzige Weg. Hier ist es. Ja, sieht doch gut aus. Jo. Da müssen wir auf jeden Fall. Hier ja, ist es schon. Ach, okay. Das war ja einfach. Okay, dann warten wir aber kurz, dass wir beide eins haben. Oh, okay. Die spawnt gar nicht. Okay, geil. Ja gut. Das ging schnell. Dann nehmen wir jetzt nochmal alles Obsidian mit, was wir in dieser Höhle noch finden können. Das war ja jetzt keine sonderlich schwere Cave. Nee, was eigentlich easy. Ziemlich easy. Aber dafür waren jetzt hier auch nicht so krass. Aber ich glaube, das haben wir jetzt auch gebraucht. Ne? Wir brauchten jetzt einfach mal so ein Erfolgserlebnis, sage ich immer ganz ehrlich. So, ja. Jetzt da rechts in die große noch rein, wo die Onyxe wieder die nachgespawnt sind. Diesmal auch wunderschön Level 90. Ja, ist denn der als Leidevel, deshalb würde ich jetzt hier auch gerne raus. Da kommt schon der erste. Ach komm, Digga. Nein, ich möchte nicht von dem Mixer wieder gebissen werden. Digga! Nein, ich hab's bekommen! Zu denn? Ja. Die haben aber auch übertrieben viele HP. Ah, perfekt. Das bin ich auch schon mal wieder angesteckt. Nice! Alter, diese Onyxe waren damals schon nervig genug, ich sag's dir ganz ehrlich. Jetzt. Nein, ich muss hier weg. Meine Rüstung ist kaputt. Rennen! Ja, renn weg. Ich hab den einen wieder hinter mir, hä? Ich treff dich! Hey. Hol mein Wasserglas. Hier, trink was. Oh.
Sterb hier. Okay. Haben die so viel Schaden zugefügt? Sollte es überleben. Dann baue ich noch den Obsidian ab und komme dann hoch. Ja, ich sterb. Ich habe nur noch 25 Leben. Was? Ja, wir haben auf jeden Fall aber alles mitgenommen, was ging. Diese Scheißkrankheit, Digga, dass sie den... Ja, das ist ja richtig OP, Alter. Die Onyxe waren davor schon nervend genug. Der eine lebt jetzt noch, ne? Nee, ich habe ihn getötet. Okay. Den anderen habe ich getötet. So, komm wieder mit Half-Life klar. Jetzt lauft er jetzt einfach ohne alles darunter. Digga. Jetzt hinlegen. Die Hurensöhne. So, okay, weiter geht's. Also. Ach, da bist du, ja, ich sehe dich. Dann kann ich direkt bei dir warten. Wo bist du? Ich bin an deinem. An deiner Leiche bin ich. Aha. Okay. Bin jetzt hier irgendwie hochgelaufen. Ich höre dich. Wo bist du denn? Hä? Bist über mir, okay. Wie komme ich da hoch? Wie bin ich hier lang gelaufen? Achso, hier bin ich aber da, wo diese ganzen Sprünge sind. Also dieses große Ding hier. Da kommt man ja nicht ohne Rebellion Hook hoch. Ich weiß nicht, wo ich gestorben bin. Da, wo die ganzen Dung Beetle waren. Der Digga, ich hab den Preis. Ich muss mal abholen. Ich bin hier nicht. Was ist da los? Das kann ich nicht bringen. Hier. Also da nach oben. Ah ja, ich glaube, jetzt bin ich hier am Start. Ich bin jetzt hier am Start. Mit diesem Weg, wo ich jetzt stehe. Also ich bin jetzt da am Eingang quasi. Wenn du reingehst und dann die erste Spaltung, der erste Y-Weg. Also ich bin da jetzt, wo die Schlucht ist. Kannst du mich abholen? Wo ist denn die Schlucht? Diese Wasserfallschlucht. So. Nee, Moment. Na, du mega verwirrt, bin ich gestorben. Gut, ich muss mir diesen Weg merken, dann bist du vielleicht rechts gegangen. Ich bin da. Hier bin ich nicht viel gestorben. Hier bin ich das. Ich bin da. Ah ja, hier, so. Ja. Ah ja, dann sind wir wieder hier, genau. Nice. Okay, ja, dann ging es hier oben direkt wieder raus. Dann würde ich sagen, lass uns rausgehen und zurückfliegen. Dann haben wir unsere erste Mission erfolgreich. Ich glaube, hier links war noch einiges Metallzeugs. Das würde ich jetzt nicht mitnehmen. Das haben wir ja mehr als genug bei unserer Basis. Das macht nur die Vögel langsamer. Aber Obsidian ist noch eine ganze Menge hier. Ja, die Vögel, die können eine Menge tragen. Und bei denen wiegt es ja auch weniger. Ah, jetzt bin ich aber langsam überladen. Gut, dann kann ich erstmal nicht mehr. Ich werde mal ein bisschen Stein rauswerfen. Ich wollte nicht alles rauswerfen.
nicht so viel zu bringen. Na gut. Dann halt keinen Stein. Gut. Ja, wenn wir schon in dem Gebiet sind, könnten wir eigentlich auch mal ein paar Drops noch suchen oder so. Ja. Ja, bisher ganz nice. So, ich bin auf dem Weg. Hast du noch die Obsidiansteine mitgenommen, da direkt am Eingang? Würde ich jetzt mitnehmen. Ich kann erstmal nichts mehr, ich kann nichts mehr tragen. Ah, perfekt, bin zurückgesetzt worden. Hier müsste es sein, oder? Ja. Ah. Arnold. So, da haben wir das Artefakt. Das kann nicht eingelagert werden. Das kann... Das hier, wo ich bin. Das ist irgendwie da mit dem Crapping-Hook hoch. Also, ich dachte, du bist schon draußen. Nee. Ach, Digga, nimm doch den Crapping-Hook, du Idiot. Gut, dann hätten wir aber auch theoretisch einen Ort, wo wir zuverlässig Obsidian herbekommen, der gar nicht so weit weg ist von der Basis. Mit Petri oder mit einem anderen Dino auch deutlich schneller zugänglich dann. Rechts ist ja auch noch ein Gang. Ja, der wieder mega verwirrt, wo ich lang muss. Hä? Ich finde, jetzt ging's. Also ich hatte das alles jetzt langsam drin gehabt. Das ist nicht auf der anderen Seite. Auch ein Eingang. Naja, gut. Okay. Ich bin, glaube ich... Okay, hier war ich noch nie. Ja? Hier ist auch noch mega viel Obsidian. Ja, okay, ist ja schon mal nice. So, nochmal 300 Obsidian. Ah, du bist da. Du bist hier unter mir. Guck mal, ich bin über dir. Hier. Ah, ja, hier ist der Ausgang. Okay. So, dann... Können wir schon runterspringen? Nein. Gut, wunderbar. Mission erfolgreich, zwei Artefakte dabei. Mach mir hier noch einen Punkt auf meiner Karte. Okay, ich bin mal kurz auf Toilette. Jo, alles klar. So, da haben wir die Höhle Obsidian. Also, den haben wir alles beladen. Gucken wir schnell was zum Süffeln. Dann glotzen wir nochmal noch ein paar Droppers. So. Ja. Danke dir vielmals. Da ist noch ein, zwei grüne. Ich ist nicht so... Tech-Raptor. Würde ich mir mal eben kletschen. Oh, ihr seid ja verzüglich. Ah, das gönne ich mir doch mal locker mit. Elektronik und Öl ist immer zu was zu gebrauchen.
Hallo? Kannst du die Axt bitte wegstecken, junger Mann? Dankeschön. So. Ja. Eine Höhle, die mal geklappt hat. Ah, ein Traum. Gehen wir mal nach oben. Das sind natürlich nur grüne Drops, mit denen kann ich so gut wie ja gar nichts anfangen. Auch gar nicht gucken. Alles nicht geil hier. Alles nicht geil. Müssten wir natürlich weiter so nach rechts ins Zentrum der Map, so ein bisschen nach da so. Aber gut. Alter, dieses Geheule. ETF, Mann. Alter. Das macht einen schon so ein bisschen... ja. So, umbenennen. Höhle. West 1. Höhle West 2. Ist ja West eigentlich, ne? Ja, kann man sagen. Weiter nach Westen, vielmehr wird es nicht funktionieren. Ja. Naja, zack. Dann warten wir auf den Janos. Natürlich jetzt richtig nice. Metall abbauen wird Spaß machen. Das hier wird auch Spaß machen. Aber Chitin gerade mal 183. Das wird halt noch was werden. So, da bin ich wieder. Da bin ich wieder. Let's go. Sehr schön. Okay, gut. Dann. Ah, danke dir, Digga. Digga, verpiss dich. So. Okay. Na denn, erstmal ein bisschen in die Luft hier. Okay, so. Und ab geht's zurück. Oh, schön. Na dann, das hat ja geklappt. Hier wäre auch eine coole Basis möglich, wie so Streben und so. Ja. Naja. Man kann nicht alles haben. Aber so zwischen, so zwischen Basen müssen wir eigentlich auch irgendwann mal machen. So, ist das ein gelber? Ne, ist auch ein weißer. Ja, ist ein gelber, oder? Nee, ist auch ein bunter. Oder ganz hinten wäre ein lilaner, das ist viel zu weit weg. Nee. Ja, jetzt gehen wir erstmal wieder zurück. Ich wollte jetzt gleich mal gucken, was man jetzt braucht, um diese Netzprojektile zu bauen. Wenn die nicht, wenn wir jetzt mit dem Obsidian und so alles da haben, ich glaube, man braucht noch ein bisschen Silizium-Perlen, wird noch ein Problem sein. Ja, optimal. Dann können wir ja in die Piranha-Höhle. Da waren mehr als genug drin. Dann könnte ich jetzt kurz nochmal locker hier an den Strand gehen und mal gucken, ob hier zufällig im Wasser so ein paar Perlen rumliegen. Das wäre jetzt natürlich vergiss es. Richtig die geil. Die sind nie hier. Die sind Männern irgendwo im Ozean. Ja? Ja, ja. Die sind niemals am Strand. Ich hatte mal in einem Video gesehen, einen Spot, da waren die direkt da. Aber das ist wahrscheinlich nicht hier gewesen. Ne. Müsste man sich natürlich die Spots dann dementsprechend nochmal dann reinziehen.
Das ist natürlich auch noch etwas, was uns fehlt. Ich lande nochmal kurz. Dann wollte ich das nochmal nachgucken. Netzprojektil. Ah, nee. Wir brauchen Polymer. Ja, okay. Für Polymer brauchen wir... Was brauchen wir für Polymer? Polymer brauchen wir Obsidian und Zement. Okay, und für Zement brauchen wir Chitin. Wie viel Chitin hast du jetzt? Okay, ich habe nochmal 200. Dann sollte das für ein paar Projektile zumindest reichen. Das ist schon mal nicht schlecht. Dann können wir damit uns einige geile Dinos ranholen. Aber die Drops hier sind absoluter Müll. Es ist, mein Gott, dunkel. Ich wollte nur sagen, Freunde, das ist Gamma 4. Wenn ich auf normales Gamma stelle, also ist es so. Ja, das ist gar nichts mehr. Machst du das Fernglas aus, so, und dann siehst du halt gar nichts. Immerhin sieht man jetzt, wenn man auf Gamma spielt, sieht man halt wenigstens die Farbe der Drops, ne? Da sieht man wenigstens den Unterschied zwischen gelb und nicht gelb. Ja. Nur bunte Drops hier, was soll die Scheiße? Grün auch nicht. Brauchst du dir gar nicht reinziehen. In einer Wüste gibt's sehr viele gute Drops, habe ich gehört.